Weil dort Dinge gelernt werden, die man nirgendwo anders lernt. Ja. Weil man als Eltern nie alles perfekt machen kann. Man macht automatisch Fehler. Man kann nicht alles selber. Man hat ja auch Dinge, andere Dinge zu tun. Man ist ja beschäftigt. Und dass die Kinder dadurch ein Spektrum bekommen, das man ihnen so nicht bieten kann. Ja? Das ist eine große Bereicherung. Das sehe ich nach wie vor so. Ja? Und ein spielerisches Lernen, wie Gruppe funktioniert, ist woanders nicht so leicht möglich. Wenn ich jetzt so auf meine Erfahrung mit dem Leben zurückblicke, sehr stark den Eindruck, dass wir als Elterngeneration halt Möglichkeiten schaffen können für die jüngere Generation, dass die sich gut entwickeln und dass die Aufgaben bewältigen können, die ihnen das Leben so stellt oder die es halt gibt, die wir gar nicht mehr so umsetzen können. Ja? Aber zu sehen, dass Pfadfinder da einen großen Beitrag leisten, dass aus den Gruppen, aus den Pfadfindern sozusagen auch viele sozial verantwortliche Menschen sich rekrutieren, dass da überdurchschnittlich viele auch in große Verantwortung treten, dann später im Erwachsenenleben, dass das nicht einfach nur so ein Spaß haben in der Jugend ist, sondern dass da wirklich was draus entsteht, was weit, weit trägt. Und das finde ich sehr wichtig. Das gemeinsame Singen am Lagerfeuer hat was unglaublich Verbindendes und die Kinder kommen wirklich heim und kennen Lieder, von denen ich noch nie gehört habe, singen die dann auch oft leise vor sich hin oder auch lauter, haben zum Teil auch Gitarre spielen gelernt durch eben dieses am Lagerfeuer sitzen und gemeinsam Musik machen oder auch andere Instrumente, mit denen sie dann einfach begleiten konnten. Und insofern ist das, glaube ich, das Sinnbild eines Pfadfinderabends, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam zu singen. Das ist auch für Menschen, die nicht Pfadfinder sind, total schön. Gemeinsames Singen am Lagerfeuer ist, glaube ich, für ganz viele Menschen der Inbegriff von Zusammensein, sich mögen, sich Vertrautheit vielleicht. Gemeinsames Singen. Ich glaube, das, was man da lernen kann an Werten, und zwar nicht lernen kann im Sinne von, da kommt einer und bringt mir was bei, sondern ich lerne was aus mir selbst heraus oder aus dem, was in meiner Gruppe jetzt gerade Thema ist, ist wirklich absolut wertvoll fürs Leben. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir immer viel von Individualisierung und Segmentierung der Gesellschaft sprechen, dass es da einfach wichtig ist, Punkte zu haben, wo man ja auch milieuübergreifend zusammenkommt. Und das ist bei den Pfadfindern möglich. Es gibt einen großen Freiraum, in dem sie sich erleben können, in dem sie Sachen ausprobieren können, in dem sie sich entwickeln können, der aber trotzdem so geschützt ist, dass außer so normalen Dingen wie mal einer Schürfwunde oder einem verbrannten Daumen eigentlich ganz, ganz wenig passieren kann. Und das tut den Kindern einfach gut, sich mal anders zu erleben, ohne dass es da einen großen Leistungsdruck gibt. Und ich habe mit anderen Pfadfindereltern Freundschaften geschlossen, die ich nicht mehr missen möchte. Also auch in meinem sozialen Leben hat es zu Freundschaften geführt und zu Auseinandersetzungen mit anderen Eltern über die Pfadfinderei, über unsere Kinder. Und anders als mit anderen Eltern, wo es häufig nur darum geht, wer hat die beste Note geschrieben und was kann mein Kind schon und was kann dein Kind schon und wo geht es zur Uni oder wo geht es nicht zur Uni. Das waren schon andere Kontakte mit Eltern, die auch die Kinder bei den Pfadfindern hatten. Niemals sollten die Eltern ihre Kinder zu den Pfadfindern schicken, sondern die Kinder sollten selber entscheiden, so wie meine Tochter das auch entschieden hat, dass sie unglaublich gern zu den Pfadfindern gehen möchte. Die Abenteuerlust, das Leben in der Gruppe von Gleichaltrigen, Verantwortung übernehmen, ja, Abenteuer, ja, das ist was wir dann eben auch als Eltern total genossen haben, wenn sie zurückgekommen ist, erzählt hat, auch wenn sie dann hinterher mal müde war. Aber hinterher hat sie dann wieder die Lust gehabt, wieder rauszugehen, wieder das zu erleben. Das fanden wir klasse.